Hallihallo, ich bin's Janina. Willkommen zu meinem allerersten Video. Einige von euch kennen mich eventuell schon von meinem Blog, Janinas Paper Potpourri, den ich nunmehr seit 4 Jahren betreibe. Und diejenigen, die mich schon so lange via Blog begleiten, können sich womöglich daran erinnern, dass ich bereits vor sage und schreibe 3 Jahren, nicht Monaten, geplant hatte, auch Videos zu meinen Projekten zu machen. Ich erspare euch die Einzelheiten darüber, wieso es 3 Jahre gedauert hat, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wichtig ist ja auch nur, dass es jetzt soweit ist. Ich stelle mir vor, dass das mit den ersten Videos so in etwa abläuft wie bei einem ersten Date. Man ist aufgeregt, will, dass alles möglichst perfekt wird und stolpert dann verbal von einem Fettnäpfchen ins andere, weiß nicht mehr, was man eigentlich sagen oder tun wollte und quatscht am Ende dusseliges Zeug. Gibt Schlimmeres. Also habt Nachsicht mit mir. Es wird besser, so hoffe ich zumindest. Nun kann's losgehen. Um peinlichen Bastelkatastrophen vorzubeugen, gibt's für den Anfang heute eine einfache Simple Stamping Karte. Nämlich diese hier. Zum Glück hab ich dich. Passt ja auch ganz gut. Glück für die ersten Videos kann ja nicht schaden. Glück können wir alle gebrauchen. Simple Stamping besagt ja, dass wir nur wenig Materialien brauchen, um schöne Projekte zu gestalten. Genau genommen 3 Sachen standardmäßig braucht, und zwar Papier, Stempel und Tinte. Und genau das benutzen wir auch heute. Mehr brauchen wir nicht. Ganz konkret sind das folgende Dinge. Wir brauchen das Stempelset Glücksfälle. Daraus auch nur 2 Stempel. Zum Glück habe ich dich logischerweise. Und das kleine Kleeblatt. Dann brauchen wir noch ein Stempelkissen. Memento reicht aus. Also wenn man ein schwarzes Stempelkissen hat, ist gut. Wer noch hat, ich arbeite heute mit Apfelgrün bzw. grüner Apfel. Aber schwarz würde auch genügen. Wir machen die Karte heute erstmal in schwarz. Dann brauchen wir noch ein bisschen Papier. Das habe ich schon mal hier so zurechtgeschnitten. Eine standardmäßige Kartenbasis in 10,5 x 14,8 gefaltet, also ein halbes DIN A4 Blatt. In schwarz brauchen wir ein Stück in 9,9 x 14,2. Darauf kommt dann ein Stück in grüner Apfel, 9,5 x 13,8. Noch ein schwarzes in 7,5 x 8,8. In weiß 7 x 8,3. Und ein klitzekleinen Rest in grüner Apfel. Bisschen Klebe, paar Dimensionals. Und ich empfehle die Stempelmatte, damit wir für den Spruch einen schönen Abdruck bekommen. Gut, legen wir mal los. Wir machen uns erstmal den Hintergrund. Die kleinen Glückskleeblättchen verteilen wir jetzt hier munter. Einfach irgendwie, ich drehe das dabei immer am Rand. So, dass das nachher hier schön voll ist. Und der Trick dabei, damit das nachher so tapetenmäßig aussieht, ist, dass man eben auch vom Rand runter stempelt und nicht nur munter am Rand entlang. Also so gerade entlang. Das kennt ihr sicherlich. Aber in Workshops sehe ich das immer wieder, dass Teilnehmer so ganz gerade am Rand lang stempeln und ein bisschen lockerer, natürlicher sieht das eben aus, wenn man auch vom Rand runter geht. Das müsste reichen. Man kann immer noch den Test machen, ob nachher hier alles bedeckt ist. Na, da können noch 2 hin. Das war es auch schon für den Hintergrund. Der kann dann jetzt schon gleich mal hier auf das schwarze Stück. Nur einen klitzekleinen Hauch schwarz gelassen oder geplant als Rand. Das Schwarz soll letztendlich die grüne Farbe schön knallig wirken lassen. Das Ganze kommt dann hier auf die Kartenbasis. Das war das. Und jetzt stempeln wir noch den Spruch. Hier mache ich das ganz gerne umgedreht, weil ich dann hier besser sehen kann, ob der dicke Schriftzug auch gut mit Tinte bedeckt ist. So. So, achso, wir brauchen noch ein kleines Kleeblatt. So, schneiden wir uns schnell aus. So, ein kleines Kleeblatt, den Spruch.
hier auf. So. Das Ganze hier rauf. Mit Dimensionals. So ein klein bisschen erhaben ist gar nicht verkehrt. Machen wir das mal. So. Haben wir auch das geschafft. So, machen wir hier den Abstand Pi mal Auge gleich. Dann machen wir uns dieses Kleeblatt ein bisschen mit Dimension. Ja, also so ist diese Simple Stamping Karte eigentlich schon fertig. Hier habe ich in grün auf grün gestempelt. Und wer es hat, also Simple Stamping wäre jetzt so erstmal fertig. Wer hat, kann jetzt noch die Buchstaben vom Glück ausmalen. Mit den Stampin' Write Markern oder mit unseren Blends. Das habe ich hier gemacht. Aber wie ihr seht, ist das auch nicht hässlich. Und dann kommt hier jetzt noch das kleine Kleeblatt dazu. Das mache ich auch lieber mit Tombow als mit einem Glue Dot oder so, weil es dann einfach definitiv hält, komme was wolle. Also ob es an durch die Post geht oder dann hier angefasst wird. Wer sonst noch Schnullifax zu Hause hat, könnte auch noch hier so ein Glitzersteinchen reinmachen. Das sind hier unsere Lackakzente mit Glitzereffekt, glaube ich, heißen die. Das ist zwar offiziell hier ein anderer Grünton, Farngrün oder Olivgrün, glaube ich. Aber wie ihr seht, passt das wie A auf Eimer. So. Könnte man machen, muss man aber nicht. Und dann zeige ich euch noch, was ich immer gerne mache, und zwar eigentlich konsequent im Inneren der Karte führe ich das Design gerne weiter. Das heißt, hier habe ich jetzt auch am Rand die Kleeblätter gestempelt, einfach noch ein Stück grün aufgeklebt, schräg, wie man sieht, aber macht nichts, schief ist schick. Und so ist es im Inneren noch ein bisschen schöner, als wenn man das jetzt hier so nackig aufmacht, aber schlimm ist es natürlich nicht. Ja, das war schon mal ein kurzes, schnelles, im Prinzip 5-Minuten-Projekt. Ihr seht, länger hat es eigentlich nicht gedauert, zumindest war mein Gequatsche länger. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video dabei, dann wird es vielleicht noch inhaltlich ein bisschen spannender, vielleicht auch ein bisschen katastrophaler. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.